vom Charakter her ist es so ziemlich das friedlichste Tier, was ich mir vorstellen kann. Sie beißt nicht, sie sticht nicht, sie überträgt keine Krankheiten. Sie existiert nur, um sich zu reproduzieren. Und wenn sie das geschafft hat, ist alles cool. Und das macht sie 14 Tage lang und dann ist sie damit durch. Dann kann sie sterben. Und was auch noch richtig cool ist, also sobald sie erstmal geschlüpft ist, nimmt sie keine Nahrung mehr auf. Die schwarze Soldatenfliege ist tatsächlich eines der perfektesten Nutztiere, die man sich vorstellen kann. Mein Name ist Kai Hempel, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Made by Made GmbH. Wir sind aktuell Deutschlands größter Insektenzüchter, speziell für die schwarze Soldatenfliege in der Spezialisierung auf Tierfutter. Wo kommen denn die ersten Larven her? Also ich wünschte, ich könnte sagen, ja, die haben wir von irgendwie einem mega krassen Züchter von irgendwo. Aber wir haben die in diesem Internet bestellt. Da kriegt man auch Soldatenfliegenlarven. Zuerst haben wir in einer relativ großen Doppelgarage eine komplette Insektenfarm aufgebaut. Mit Rettungsdecken hinten alles abisoliert, mit Ölradiatoren, mit Feuchtigkeit, mit großen LED-Lampen drin. Naja, und so eine Insektenzucht mitten in der Stadt, eigentlich in einem Wohngebiet. Ganz viele Garagen nebeneinander und dann 30 Grad in der Garage und draußen minus 15. Unsere Garage war halt die einzige Garage, die keinen Schnee auf dem Dach hatte und irgendjemand ist das dann aufgefallen. Und dann kam der Vermieter zu uns und meinte, ja, die Polizei hat sich bei mir angemeldet. Ich denke, es war die Vermutung, dass dort in einer Garage Hanf angebaut wird, aber gefunden haben sie im Endeffekt nichts. Und wir haben bewiesen, dass wir Insekten züchten können, selbst in der Garage. Bis 2050 brauchen wir etwa 250 Millionen Tonnen zusätzliche Proteine, die wir erzeugen müssen auf der Welt. Vielleicht kriegen wir einiges davon aus Pilzen und einige aus Algenfarmen. Und ich glaube, dass die Insekten genau da ihren Teil auch beitragen können. Wir werden eines davon aus Soja kriegen. Grundlegend ist, da wo Soja ist, ist kein Regenwald mehr. Irgendwann war da mal welcher, jetzt ist er weg. Ich denke, mittlerweile sollte jedem klar sein, da war vorher kein Feld, da war vorher Wald und jede Menge Tiere. Das fängt alles an mit der Eiablage der Fliege im Fliegencontainer. Dann bringen wir die Eier hier rüber und die schlüpfen so nach etwa 2, 3, 4 Tagen und werden dann zu Neos. Und die Neos kommen direkt auf den Substrat und dann werden sie hier vorgemästet zu sogenannten 5 Days. Das sind die 5 Tage alten Larven. So können sie dann rüber in die Mastanlage auf die Mastfläche. Fressen kann sie also tendenziell eigentlich fast alles. Unsere Tiere jetzt hier fressen weitestgehend Überbleibsel aus der Lebensmittelindustrie. Hier wird getrennt zwischen Fraß, also dem, was die Insekten übrig lassen von dem Substrat, und den fertigen Tieren, die ernten können. Das passiert hier an dem Gerät. Die eine Seite sind sozusagen die Larven, die andere Seite sind der Dünger. Und jetzt gehen sie in die Weiterverarbeitung, entweder in den Ofen oder sie werden lebend verkauft oder sie werden weiterverarbeitet. Die Möglichkeiten gibt es jetzt hier. Es geht aus meiner Sicht darum, Impact zu generieren mit Insekten. Und das ist das, wovon ich zukünftig träume. Ich glaube, wir haben eine Möglichkeit, als europäischer Insektenzüchter in die Statistik der Futtermittel, der nachhaltigen Proteine reinzukommen. Das ist ein bisschen wie mit den nachhaltigen Energien. Da haben wir auch irgendwann mal mit 1% angefangen. Und so sehe ich das bei Insekten auch.